Leute, was geht ab? Hier ist der Lance, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute mit dem nächsten Teil des Until Dawn Let's Plays. In der letzten Folge haben wir ja bereits das erste Opfer zu beklagen gehabt. Die Jessica hat uns leider verlassen. Und ja, deswegen würde ich sagen, legen wir einfach gleich mal wieder los. Und so wie ich das Spiel kenne, werden wir erstmal sehen, was bis jetzt so passiert ist. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hat eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Da würde mich immer noch interessieren, was passiert wäre, wenn ich das Gewehr genommen hätte und nicht das Fenster zugemacht. So, aber egal, so geht's weiter. Bosheit, 7 Stunden bis zum Morgen. Und jetzt haben wir das Gewehr. Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, eine Minute vor Geisterstunde. Jess! Ganz schön mutig. Na gut, allerdings ist da gerade jemand ermordet worden, auf bestialische Weise. Da würde ich auch nicht unbedingt dort bleiben. Aber jetzt bleiben wir mal auf dem sicheren Weg. Nichts riskieren. Die Drückpassagen übrigens gar nicht so einfach, wenn man immer Xbox und PlayStation getrennt spielt. Ist da jemand? Ach, die lebt noch! Holy moly! Jess! Nein! Digga, ich hab gedacht, die hat den. Komm, spring! Ach du Scheiße! Fuck. Ich dachte, der hätte den Kopf abgerissen, Alter. Komm schon. Spring. Sauber, Digga. Rutsch! Oh, shit. Nein, nein, Gott, nein. Oh damn! Oh damn, das habe ich verkackt. Jetzt sind wir gleich den zweiten los wahrscheinlich. Sorry, Mikey. Schleift die da quasi Kilometer weiter. Wow. Jessica, ich komme! Ich komme! Ja, ganz lässig so. Gewehr im Anschlag wird völlig überbewertet. Jessica! Wir chillen lieber. Totem! Totem! Die Zeit muss sein. Okay.
Unsafe, keep out, da gehen wir nochmal rein. Jessica! Ja, du Bastard. Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Den habe ich getroffen, aber 100%. Komm, Mikey. Schnell, wir haben keine Zeit. Wir müssen ihm hinterher. Oh, Kreis ist meine Schwachstelle. Das habe ich schon gesehen. Der war wieder knapp. Oh, Mikey. Ja, wird nicht leichter, ne? Aber das riecht langsam nach einem Szenenwechsel. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Boah, der geht da auf jeden Fall hin. Da haben wir ihn. Den Szenenwechsel. Ach, hier war ja auch einer. Chris auf jeden Fall eine auf die Schnauze bekommen. Ashley! Oh. Ash! Ash! Nicht gut. Nicht gut. Hier auch irgendwo was. Was zum Teufel? Oh, shit, nein. Oh. Schaut nicht gut aus.
wackelige Tür. Los, da gehen wir nochmal raus. Fällt mir gar nicht hier. Kann man ja nicht nur irgendwas mitnehmen, Digga. Ist das nicht ein Prügel oder sowas? Na ja, gut, dann gehen wir halt einfach so. Was soll's. Ashley! Haben ja Fäuste. Ashley! Sind wir ziemlich furchtloser Typ, der Chris. Ist jemand da, Ashley? Ja. Puh. Natürlich hat er eine Clownsmaske auf. Was ein Scheiß. AJ, dir sage ich nichts mehr, Digga. Wer tut sowas? Okay. Da liegt doch der Schweinskopf. Oh, shit. Hier war nochmal ein Totem. Gib mir den Totem. Sehr hilfreich. Die Dinge habe ich sowieso noch nicht so ganz verstanden. Was die mir eigentlich sagen sollen. Was, wegen dem bin ich jetzt hierher gelaufen? Das hat mir einen Schrecken abgeholt. Sehr gut. So, gehen wir nochmal weiter. Ash! Nicht da unten durch. Nein. Ash! 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 Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Ashley? Ash! Ah, da ist die Tür offen, gehen wir rein! Aber da waren wir doch schon mal, oder? Wo ist sie denn? Ich höre die doch weinen hier. Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es nicht! Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash! Geht einfach weiter mit mir! Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt! Oh nein, Chris, oder? Bist du da? Hallo! Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte ein Spiel spielen. Führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris. Hol uns hier raus. Lass mich bitte, sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, scheiße, nein! Oh Gott, das ist nicht fair! Okay. Alles ist bald okay. Oh, Alter, Kumpel! Oh mein Gott! Denk drüber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Was sollen wir jetzt machen? Der Age hat uns letztes Mal gefragt. Denken, ja. Und wir haben gesagt, wir mögen den Josh am wenigsten. Ashley, du musst nicht sterben! Ich
Gott. Da raus. Oh. Danke. Danke. Bitte nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Das will ich mir nur einbilden. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde. Was ist, wenn ich gar nichts mache? Ich, was soll ich denn tun? Bro. Bro, wir haben so viel durchgemacht. Komm schon. Ich will nicht so abtreten. Chris, bitte. Ich hab solche Angst. Bitte, er darf uns nicht umbringen. Oh. Nein, Chris. Oh nein, nein. Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry, Digga. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Nein! Oh, Mann, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Wow. What the fuck? Ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, komm, los. Wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Nummer zwei. Chris! Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot! Direkt vor unseren Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Okay. That escalated quickly. Oh, AJ. Wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nee. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Digga, komm mal klar. Wer sind sie überhaupt, AJ? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst, mir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Das heißt nicht Lüge, Digga? Das ist ja beleidigt. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen. Ja, ich mach hier weiter, Digga. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Sie sind nicht real. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht.